Marius? Ja? Hi, sag mal hier in der einen Frage mit der Fraktionsgeschäftsführung. Ich finde da nichts. Hast du mir da... Ich habe dir gerade eine E-Mail weitergeleitet. Ah ja, sorry. Das ist aber... Sprich doch mal mit dem Direktor. Hast eine Idee. Ist gut, machen wir. Aber mal ehrlich, wer ist denn dieser Direktor? Ja, also wer für diese Organisationsfragen in der Fraktion am Ende verantwortlich ist und wen man zum Schuldigen machen kann, der sitzt mir jetzt gegenüber, Steffen Dähne. Steffen, du bist was genau? Ich darf mich Fraktionsdirektor nennen. Das heißt, was bist du dadurch? Der Chef aller Mitarbeiter? Ich bin der Ansprechpartner für alle Mitarbeiter, wenn irgendwas nicht läuft, wenn sie ihre Arbeit nicht vernünftig machen können. Mein Job ist dafür zu sorgen, dass die über 120 Mitarbeiter, die die Bundestagsfraktion hat, die alle wahnsinnig engagiert sind, damit die wirklich ihre Power und ihre Leidenschaft auf die Straße bringen können und hier wirklich was reißen können. Das heißt, 120 ist ja schon ganz schön viel. Mhm. Wie muss man sich das vorstellen? Was sind das für Leute, mit die du in Anführungszeichen führst? Also das sind ganz unterschiedliche. Das sind Experten in Kommunikation, das sind Politikwissenschaftlerinnen, Ökonomen. Juristen? Juristen gibt es auch, ohne die geht es leider nicht, das stimmt. Ich weiß ja, dass du Jurist bist. Nein, wir haben ganz tolle Juristen, die ganz wichtige Beiträge leisten. Aber wir haben natürlich auch Fahrer und Orga und IT-Experten. Also wir haben die ganze Palette, das macht echt Spaß. Das heißt aber auch, du bist als Direktor sozusagen dann auch dafür verantwortlich, dass die ordentlich bezahlt werden, dass das mit den Sozialversicherungen klappt. Bist du so eine Art Geschäftsführer des mittelständischen Unternehmens dann? Oder wie würdest du es sehen? Ja, da helfen mir zum Glück viele, weil das ja auch kompliziert ist. Ich treffe auch nicht alle Entscheidungen alleine. Zum Glück gibt es auch eine politische Führung, die mir dabei hilft. So ein Fraktionsvorsitzender zum Beispiel. Zum Beispiel. Oder die parlamentarischen Geschäftsführer. Mhm. Aber ja, wir sind im Grunde wie so ein kleines mittelständisches Unternehmen, das stimmt. Sind wir bei den Haushältern? Auch so eine Fraktion hat ja einen Haushalt. Du musst ja dann auch aufs Geld gucken. Du kannst nicht einfach sagen, oh, jetzt stelle ich nochmal 10 Leute an. Wie muss man sich das so vorstellen? Geht da so ein Direktor hin und sagt, ich mache mal einen Plan, wie viele Leute ich habe und irgendwo kommt das Geld schon her? Oder wie geht das? Denn am Ende ist es ja Geld des Steuerzahlers. Ganz genau. Und das dominiert auch unsere Arbeit. Und da hast du einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, der für uns die tägliche Arbeit bestimmt. Wir fragen uns ständig, ist das verantwortbar, dass wir für den und den Teil unserer Arbeit so viel Geld der Steuerzahler einsetzen? Da müssen wir wirklich verantwortungsbewusst mit umgehen. Gerade wir als FDP, aber eigentlich alle Fraktionen, das erlebe ich eigentlich auch. Wenn ich an die Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen hier im Bundestag denke, dann sehe ich da überall eine hohe Sensibilität dafür, dass man hier das Steuergeld sehr sinnvoll einsetzt und wirklich einsetzt für die Demokratie und den Parlamentarismus. Was brauchst du zum Arbeiten noch? Also klar, wir haben das Budget, wir haben auch einen parlamentarischen Geschäftsführer, der für Finanzen zuständig ist. Ich denke mal, es gibt eine Abteilung Rechnungswesen dann an der Stelle auch. Was brauchst du eigentlich, um sozusagen zu dirigieren oder dirigieren zu können als Direktor? Also es gibt leitende Mitarbeiter in der Fraktion, die alle für kleine Teams verantwortlich sind. Und was ich glaube, das wichtigste Instrument, was ich brauche, ist Vertrauen. Und wir haben da ganz tolle Leute und ich kann denen wirklich viel vertrauen. Und unsere Organisation funktioniert sehr dezentral und sehr eigenverantwortlich. Und das macht uns, glaube ich, sehr stark und gut. Und nur deswegen können wir so gut sein, wie wir sind. Das gefällt mir wirklich gut. Jetzt sehen wir hier auch auf deinem Tisch, ich habe dich hier so angetroffen, ein Computer, ja, ein Handy, ein kleines Notizbuch und eigentlich nicht viel mehr. Elektronische Datenverarbeitung, Digitalisierung, spielt das eine große Rolle? Wo siehst du da noch Notwendigkeiten? Sind wir da weiter, besser? Weil es heißt ja immer, die FDP sagt immer, sie sei die Partei der Digitalisierung. Ist das die Fraktion dann auch? Natürlich. Also ich würde sagen, wir sind die digitalste Fraktion, die man sich nur denken kann. Ich wüsste gar nicht, wo wir noch mehr digitalisieren sollten. Man sieht hier kaum Papier, dieses kleine Notizbüchlein, und sonderlich viel steht da ehrlicherweise nicht drin. Wir arbeiten digital im Intranet und ja, wenn ich mit Kollegen anderer Fraktionen zusammentreffe, sind die immer wieder beeindruckt, wie hier alles digital geht. Letzte Frage. Die ist eigentlich ganz einfach, aber Achtung. Warum macht dir das Spaß? Denn dass es dir Spaß macht, merkt man ja. Aber warum macht es dir Spaß? Ja, ich darf jeden Tag mit intelligenten und engagierten Menschen an interessanten Problemen arbeiten. Und es gibt eigentlich nichts Schöneres als das. Und dann sind noch Haushälter dabei. Und dann sind auch noch Haushälter dabei. Genau so ist es. Ich danke dir. Okay, gerne. Also, tschüss. Tschüss. Otto, kann ich dir noch eine Frage stellen eigentlich? Ja. Was ist eigentlich dein Vorbild in der Politik? Das wollte ich dich schon immer mal fragen. Ich glaube,
ich habe gar keins, aber wie bei dir wahrscheinlich, wenn man die Arbeit ordentlich machen will. Vielleicht ja Christian Dürr, aber da müssen wir nochmal drüber reden. Alles klar, bis dann.